Aber was ist denn hier los? Warum klettern die Steppkes auf die Barrikaden? Das kann nur Kientop, das kann nur Film sein. Stars auf der Straße. Und da kann man ja herrlich Zaun gucken. Die Hälfte seines Lebens wartet offenbar auch der Filmstar vergebens. Mario Adorf und sein Regisseur Alfred Weidenmann und Hardy Krüger erwärmen sich in einer Drehpause mit einem kleinen Boxkampf. Für Autogrammjäger, für die zelluloidfreudige Jugend ist das immer ein Anlass, dabei zu stehen, die Zeit totzuschlagen, zu bibbern, zu staunen und sich stolz der großen Welt des Kientops endlich einmal nahe zu fühlen. Kino im Kino sieht sich so gemütlich an, meine Damen und Herren. Aber Kino, wenn es hergestellt wird, ist eine kalte und sehr bedrängte Sache. Entschuldigen Sie, Herr Weidenmann, Sie sind gerade bei Aufnahmen hier mitten im Hansaviertel. Darf schon wieder ein Autogrammjäger. Dankeschön, gleich. Ja. Was machen Sie für einen Film? Es handelt sich hier um Bumerang. Ein Film, der seiner Art nach, möchte ich sagen, ein Kriminalfilm ist. Aber ein Kriminalfilm mit einem gewissen Tiefgang, wenn ich es so nennen darf. Wunderbar. Tiefgang und Helligkeit. Ich sehe, Sie haben fast das ganze Hansaviertel hier angestrahlt. Und Sie machen viele Nachtaufnahmen hier. Das scheint ein Film zu sein, der besonders nicht. Die Kinder geht ein bisschen aus dem Wege. Das ist ja ein bisschen. Nein, das ist hier. Wir haben also etwa ein Drittel Atelieraufnahmen und fast zwei Drittel Nachtaufnahmen und haben das Glück, damit in den November und Dezember reingekommen zu sein. Sodass uns jetzt also einige Nächte bevorstehen, wo wir frieren werden. Aber ich hoffe, dass das trotzdem nichts an der Qualität wegnimmt. Ich hoffe, dass Sie auch ein paar Schnäpsel bereit haben. Wer spielt mit? Wen haben wir hier? Mit in der Hauptsache Hardy Krüger. Einen Augenblick, Herr Krüger. Hardy. Ja. Grüße Gott, Herr Krüger. Da, hallo. Mitten in kalter Nacht darf ich Sie hier begrüßen. Sie werden umdrängt von den Autogrammjägern. Ist das immer so? Oder ist das... Ja, meistens. Und aber überstehen Sie das mit guter Laune oder ist das sehr lästig? Ja, das wäre ja schlecht, wenn es anders wäre. Das wäre natürlich auch schlimm. Ja. Darf ich mal sehen, wer spielt hier noch mit? Hier ist Horst Frank. Hier ist Horst Frank. Ja, hier bin ich. In welche Rolle spielen Sie in diesem Film? Sind Sie auch einer der Gangster oder sind Sie einer der besseren Charaktere diesmal? Nein, ich muss Sie leider enttäuschen. Ich bin auch einer dieser Gangster, aber versage ein bisschen. Ja, ich bringe es dann so weit, dass es zu diesem Raub nicht kommt. Also, beginne praktisch einen Verrat. So, und der Schlimmste ist offenbar Herr Mario Adorf. Wir haben ihn vorhin schon hier durch die Szenerie toben sehen. Und was spielen Sie in diesem Film, Herr Adorf? Ich bin hier der Spezialist, der Geldschrankknacker aus Hamburg, der extra angereist kommt, um das fachlich richtig zu machen. Aber das ist sonst ein ganz humoriger Bursche, zuverlässig und nett. Also ein zuverlässiger Gangster. Ja, ein zuverlässiger, netter Gangster. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für diesen Film und hoffe, Sie werden heute Nacht nicht allzu sehr frieren. Schreiben Sie viel Autogramme, dann werden Ihre Hände nicht kalt. Vielen Dank, meine Herren. Ihre eigene Kaffee- und Würstchenbude haben sich die Filmleute vorsichtshalber selbst mitgebracht. Denn kalt ist die Nacht, lang ist die Nacht. Wir sind mitten im feuchten Herbst. Aber in einer Beziehung sind wir in Berlin immer schon der Jahreszeit eine Nasenlänge voraus. In diesen Tagen besonders macht sich das allenthalben bemerkbar. Sie gehen beispielsweise durch den Herbstregen und führen ihren Hund spazieren. Was sehen Sie? Sie sehen, wie die Mode des Frühlings sich schon in den städtischen Pfützen spiegelt. Es ist Durchreise, die Zeit der Modenschauen, der Musterkollektionen, der Kleider für das kommende Jahr. Man sieht's mit leichtem herbstlichen Schauder.